Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung in der Vortragsreihe Die Entstehung des Neuen, zweiter Teil. Das letzte Mal haben wir von einer wichtigen Innovation gehört, der Erfindung des Geldes, die unser gesellschaftliches Leben in allen Bereichen entscheidend beeinflusst hat. Im Folgenden werden wir uns heute im ersten von zwei Vorträgen mit der Evolution des Lebens beschäftigen. Wie Sie alle wissen, ist die Evolutionstheorie von Charles Darwin und Russell Wallace hat unser Weltbild entscheidend geprägt seit ungefähr 150 Jahren. Allerdings ist wichtig zu bemerken, dass die ursprünglichen Vorstellungen von Darwin in zwei wesentlichen Punkten revidiert werden mussten. Der erste ist, dass die Evolution ein ungerichteter Prozess ist. Die Richtung erfährt die Evolution erst durch äußere Einflüsse, die man als Selektionsdruck bezeichnet. Die Entstehung von Komplexität ist daher nicht Folge eines zielgerichteten Prozesses, sondern eine Frage der Zeit, nämlich wie viele Evolutionsschritte oder Mutationsschritte, die zu höherer Komplexität führen können, möglich sind. Die als Beweis dafür, dass Darwin noch an einen gerichteten Evolutionsprozess geglaubt hat, ist diese Skizze, das war die erste Diskussionsskizze von Charles Darwin von einem Stammbaum, das ist so etwas wie eine Ikone der Wissenschaftsgeschichte, kann man sagen. Und da ist eben eindeutig dieser rote Pfeil, zeigt, es fängt an von niedrigen, primitiven Formen, sagen wir mal von Amöben oder sowas, was anderes hat man damals noch nicht so gut gekannt, bis hinauf zum Menschen als Krone der Schöpfung. Heute hat man eine ganz andere Vorstellung, nämlich die Vorstellung eines Prozesses, dass die Evolution sozusagen in verschiedenste Richtungen gehen kann. Und das ist in dieser Darstellung der drei Reiche der Natur zu sehen. Alles hat begonnen mit dem letzten universellen Ahnen des Lebens. Das Leben hat sehr viele gemeinsame Eigenschaften, zum Beispiel die Vererbung durch DNA und anderes. Und diese Gemeinsamkeit, die deutet einfach darauf hin, dass das Leben von einer einheitlichen Urform entstanden ist, dem sogenannten LUCA, Last Universal Common Ancestor, wobei man nicht ganz genau weiß, ob dieser letzte gemeinsame Vorfahre schon alle Attribute des Lebendigen erfüllt. Und es gibt dann drei große Reiche der Natur und das führt dann schon direkt zum Thema des heutigen Vortrags über. Wir haben die Bakterien. Oder heute sagt man Eubakterien, die echten Bakterien, die Archaea oder auch Urbakterien und die Eukaryoten, um die es heute geht. Und diese drei Reiche der Natur, diese Einteilung geht auf den amerikanischen Mikrobiologen Karl Woese hervor. Diese Vorstellung hat eine andere Vorstellung abgelöst, nämlich die Zusammenfassung der primitiven Zellen, die noch keinen Kern haben, als Protisten und von denen zu unterscheiden die Eukaryoten. Aber darüber hört man dann noch mehr. Achso, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. So, jetzt ist es wieder da. Die zweite Vorstellung von Darwin, dass nämlich die Evolution ein kontinuierlicher Prozess ist, die musste auch revidiert werden. Die Evolution des Lebens erfolgt nämlich in Pulsen, in Entwicklungsschüben. Konrad Lorenz hat das Fulguration genannt. Also wie der Zeus den Blitz schleudert, hat auch die Evolution Sprünge gemacht. Allerdings nicht so, wie manche gedacht haben, dass es dann sozusagen aus einem, sagen wir mal, aus einem Affen auf einmal ein Mensch wurde oder aus einem Bakterium eine grüne Pflanze oder was, sondern auch das waren viele kleine Schritte, aber diese kleinen Schritte haben in kurzer Abfolge stattgefunden und ein Hauptargument der Darwin'schen Theorie waren ja die Missing Links, dass man sehr wenige Übergangsformen hat. Man nimmt heute an, dass das Fehlen solcher Übergangsformen vor allem darauf zurückzuführen ist, dass eben diese Übergänge sehr schnell erfolgt sind, in relativ kleinen Populationen, sonst wären sie gar nicht möglich gewesen.
Was löst aber nun diese Entwicklungspulse aus? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sind Einflüsse der Umwelt, und davon werden wir heute hören, vor allem der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre. Es können aber auch Umweltkatastrophen sein, und das ist sehr häufig der Fall, dass nämlich eine Umweltkatastrophe eine Massenauslöschung auslöst und nachher geht es sozusagen neu weiter. Am Ende der Kreidezeit sind 75% aller Arten ausgestorben, und das hat dann praktisch, das sind die Dinosaurier, wie Sie alle wissen, ausgestorben. Und erst dann haben sich die Säugetiere entwickeln können in ihrer Vielfalt, wie wir sie heute kennen, einfach weil die dann die ökologischen Nischen besetzen konnten, die vorher von den Dinosauriern besetzt waren. Es hat allerdings die Säugetiere schon über 100 Millionen Jahre früher gegangen. Also Umwelteinflüsse sind entscheidend für solche Fulgurationen, und das hat eben dann die ganze Evolutionsforschung, die Vorstellung von der Entwicklung des Lebens einerseits ungerichtet, andererseits sprunghaft, sehr wesentlich von der Darwinschen Vorstellung unterschieden. Hier habe ich so ein Bild gezeigt, da haben wir noch einmal so ein Schema der von den Reichen der Natur. Ach Gott, hier ist der Luca, dann haben wir hier die Prokaryonten, hier habe ich sie als Prokaryonten genannt, Prokarier, das sind also die Archaea und Eubakterien, und das sind dann immer solche konzentrischen Kreise, die eine Entwicklung höherer Komplexität ermöglichen, ganz bewusst so gezeichnet, dass das nicht von unten nach oben geht, und das ist hier die Zeit, die notwendig war, um diese Schritte zu erreichen, und die Höhe der Organisation, die also nicht immer, also die Evolution geht nicht immer in der Höhe, ist eine Frage der Zeit, weil eben für komplexere Formen eine größere Anzahl von Evolutionsschritten erforderlich ist. Und was ganz wesentlich auch noch ist, dass durch die Herausbildung neuer Formen die alten Formen nicht notwendigerweise beseitigt werden. Wenn wir zum Beispiel heute ins Flugzeug steigen, so steigen wir in einen Jumbojet, eine Boeing 747, und in keine Tante Yu. Die Älteren unter Ihnen kennen noch die Tante Yu, die Yu-52, ein dreimotoriges Flugzeug der Firma Junkers, was im Jahr 1932 entwickelt wurde. Heute gibt es zwar noch ein paar solche Tante Yus, die herumfliegen für Touristen, aber wir würden nie auf die Idee kommen, dies mit so einer Tante Yu nach Amerika zu fliegen. In der Biologie ist es anders, auch heute sind die meisten Organismen immer noch Bakterien. Trotzdem glauben wir natürlich, dass es in der Evolution komplexere Formen gibt. Und das führt mich über zum Vortrag von Helmut Plattner. Helmut Plattner studierte an der Universität Innsbruck Biologie mit den Nebenfächern Chemie und Physik und hat an der Universität Innsbruck mit einer experimentellen Arbeit auf dem Gebiet der Strahlenbiologie promoviert. Er war dann zunächst als Postdoc an der Cornell University für 3 Jahre, dann war er kurzzeitig zurück und in München, und dann ist er noch einmal nach Frankreich als Postdoc gegangen, bevor er dann 1978 an die Universität Konstanz berufen wurde als Professor für Zellbiologie. Und diese Tätigkeit hat er bis 2006, bis zu seiner Emeritierung, ausgeführt. Er ist aber auch heute noch sehr aktiv und hat einige Forschungsprojekte, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden, und hat eine interessante transdisziplinäre Kooperationen mit klinischen Medizinern, weil er sich mit einzelligen Tieren beschäftigt, und die sind auch wichtig als Pathogene, als Krankheitserreger, und das sind zum Beispiel die Erreger von Malaria und Toxoplakose, und diese Spezialisten für diese Krankheiten interessieren sich sehr für die Zellbiologie, und da ist Helmut Plattner ein idealer Ratgeber. Und außerdem hat er sich sehr intensiv mit der Reizleitung von Paramezien, also von Pantoffeltierchen, beschäftigt, und deswegen ist er auch in enger Kooperation mit Neurobiologen, die sich also mit der Signalübertragung beschäftigen. Er ist Herausgeber mehrerer wissenschaftlicher Bücher, hat ein Buch über Zellbiologie geschrieben, welches schon in der 4. Auflage erschienen ist, und dieses Buch ist auch in mehrere Sprachen
übersetzt worden. Damit darf ich seinen Vortrag ankündigen. Den Titel sehen Sie hier und ich darf dich bitten, lieber Helmut, deinen Vortrag zu beginnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ein Stich aus der Zeit 1805, als alles noch klar war, bis durch die zunehmenden Kenntnisse in der Zellbiologie alles wieder sehr viel wirrer und unübersichtlich wurde wie üblich. Also das hier zeigt dass zum Beispiel, dass auch spontan gebildet werden können, in irgendwelchem Unrat hier, irgendwelche niederen Würmer, Ungeziefer, ohnehin, davon hielt man ja nicht sehr viel. Von diesem Zeug, das kann jederzeit sich bilden, aber es gab dann einen Wissenschaftler, der die Welt eines Besseren belehrte, dass jede Zelle nämlich von einer Zelle abstammt. Und ich glaube, bevor ich in die Evolution hineingehe, möchte ich ein paar Voraussetzungen klären, damit Sie wissen, wovon überhaupt die Rede ist, was das Normale ist, wie ein Bakterium aussieht, wie eine Eukaryotenzelle aussieht. Eu heißt schön und gut, Karyon ist der Kern, also die, die einen morphologisch klaren Kern haben. Das fängt an hier mit einzelligen Eukaryoten, hier eine Alge mit Geißeln, kann sich bewegen, hier ein Coanoflagellat, das ist ein Kerlchen, das Sie sich genau anschauen sollen. Sie alle stammen von dem ab. Das ist nämlich eine Basisform, die derzeit sehr genau molekularbiologisch untersucht wird. Sie hat die Signaltransduktion, die wir haben, die Rosinphosphorylierung für die Experten, bis hin zu Krebs, solche Phänomene, Zelladhäsionsmoleküle, die in der weiteren Folge für die Gewebebildung sehr wichtig sind. Und dann ist hier ein anderes Protozoon, also nur Beispiele. Und dann geht das Ganze über in die Vielzelligkeit. Hier ist eine Säugetierleber, und da haben wir angefärbt die DNA als Informationsträger, also das Genom. Und Sie sehen, das ist in toto im Zellkern, in einem sehr distinkten Zellkern gespeichert. Hier eine Zelle, hier der Kern und so weiter. Überall dieser zelluläre Bau. Dasselbe haben wir bei pflanzlichen Zellen. Hier eine Wurzel, die ist nicht grün. Also im Schnitt sehen wir hier viele Kerne in verschiedenen Aktivitätsstadien. Diese unscheinbar aussehenden sind syntheseaktiv und die hier sind teilungsaktiv. Die haben die sogenannten Chromosomen als Träger des Erbmaterials kondensiert, damit sie sie dann auf die Tochterzellen verteilen können. Und hier noch eine ungefärbte lebende Zelle von einem dünnen Blatt. Da sehen Sie auch eine Zelle mit vielen Chloroplasten, mit dem Chlorophyll für die Photosyntheseleistung, den Zellkern, Vakuolen und so weiter. Also, insgesamt hat der Mensch ungefähr 10 hoch 14 Zellen. Ich habe sie nicht genau nachgezählt, also das kann plus minus schon ein paar sein. Dann ist es diese Zahl hier, wenn man sie ausschreibt. Bei den Säugetieren haben wir, muss man halt die Definition dazu sagen, 240 verschiedene Zelltypen, bei Blütenpflanzen ca. 70. Alle haben dasselbe genommen, überall, im ganzen Körper. Aber eine differenzielle Expression, nur ganz bestimmte Proteine werden gemacht, um bestimmte Leistungen zu vollführen. Die sind natürlich gewebespezifisch, eine Hirnzelle arbeitet anders als eine Muskelzelle und so weiter. Jetzt vergleichen wir mal den Ausgangspunkt, ein Bakterium. Ich differenziere jetzt nicht nach Arche und Eubakterien, ich zeige Ihnen einfach, wie sie alle mehr oder weniger ausschauen. Alle haben eine Zellmembran mal, die sieht man so nicht ganz distinkt. Und dann sind sie mehr oder weniger diffus hier. Hier wurde gentechnisch etwas manipuliert, Interferon-Gen eingepflanzt, das kann man vergessen. Man verwendet sie in der Biotechnologie dafür. Ja, und hier ist zum Beispiel ein Bereich, wo die DNA angereichert ist, kein morphologisch distinkter Zellkern, einfach ein Gewirr von DNA hier drinnen, ein Nukleoid, also so ähnlich wie ein Kern. Und hier jetzt, vergleichen Sie mal den Maßstab hier. Hier ist die Zelle angedeutet in der Größe 0,1 Mikrometer, also 0,1000 Millimeter. Und die Eukaryote oder Eukaryotenzelle, die hat nun den distinkten Zellkern und viele interne Membransysteme,
welche eine hohe Dynamik vollführen. Und Sie haben zum Beispiel Organellen wie die Mitochondrien hier, welche ihrerseits freie Inneneinfaltungen haben. Das wird sehr wichtig sein. Ich komme darauf zurück, funktionell. Es sind, real gesagt, die Kraftwerke der Zelle. Hier finden Proteinsyntheseleistungen statt. Hier wäre der Golgi-Apparat als Verschiebebahnhof, um verschiedene neu synthetisierte Komponenten an verschiedene Stellen der Zelle zu bringen. Alles dies musste die Zelle lernen im Laufe der Evolution. Und wir werden uns vor Augen führen, welches die Mechanismen waren, dass hier so ein komplexes System entstehen konnte in dieser Größe. Hier ist noch eine Geißel dran, um zu schwimmen. Es gibt auch Lysosomen, die für die intrazelluläre Verdauung da sind. Die Stoffe haben einen dauernden Umsatz, werden neu synthetisiert, zum Teil abgebaut. Und das Ganze bei laufendem Betrieb. Also geschlossen wegen Umbau, das gibt es nicht bei der Zelle. Weder in der Evolution noch in der Einzelentwicklung einer Zelle. Da ist noch das raue endoplasmatische Retikulum angegeben mit diesem Pünktchen. Wir schauen uns jetzt mal eine Elektronenmikrographie dann gleich an. Vorher aber, was ich angedeutet habe, die Begrenzung jeder Zelle, auch der Bakterienzelle, durch eine Zellmembran. So, was sind die allgemeinen Kriterien für alle Zellen? Diese Begrenzung, sodass die Zelle ein komplexeres inneres Milieu herstellen und aufrechterhalten kann als ihre Umgebung. Und dazu braucht es eine Barriere. Das sind so wie Seifenblasen. Die haben eine ähnliche Struktur. Nämlich, dass Lipidmoleküle so in einer Doppelschicht angeordnet sind. Ganz von selber. Self-Assembly, Selbstzusammenbau, ganz spontan geht das. Es sind aber noch Proteine eingelagert für verschiedene Funktionen. Und dadurch kann man sagen, es sind immer wieder hier so etwas wie Eintrittspforten und Schleusen, um etwas abzugeben, was aufzunehmen, in die Zellmembran eingebaut, schon beim Bakterium. Das Ganze ist also dynamisch. Es ist ein System, ein offenes System im Fließgleichgewicht. Input, Output, also Aufnahme, Abgabe von Informationen und Stoffen. Zellen haben einen Stoffwechsel mit ATP, Adenosintriphosphat, als Energieträgermolekül. Sie können das jetzt als Einheitswährung betrachten. Alle Zellen haben das so. Sie haben DNA, Desoxyribonukleinsäure, als Informationsspeicher, RNA, Ribonukleinsäure, als Informationsüberträger und Proteine zur Umsetzung der Information. Sie haben die Fähigkeit der identischen Replikation, DNA, macht wieder DNA, alle Gene werden repliziert, aber es wird DNA auch in Boten oder Messenger-RNA abgelesen und nach der werden dann Proteine Stufe für Stufe, Aminosäure für Aminosäure aufgebaut, die dann dienen der Herstellung der Zellfunktion und der Zellstruktur. Auf das ATP wollen wir doch einen Blick machen hier. Also das ist Adenin mit Ribose, ein Zucker, dann kommen drei Phosphatreste. Wichtig ist nur, dass ein Phosphatrest hier leicht abgetrennt wird und übertragen wird auf ein anderes Molekül, zum Beispiel ein Protein. Dieses Knödelchen hier soll ein Protein sein und wenn es phosphoryliert wird, als Phosphat übertragen wird, verändert es seine Konformation und das ist Arbeit. Also das steckt dahinter, hinter der Energetik im Zuge von zellulären Aktivitäten. Das ist ein Beispiel, dass das ATP gespalten wird, Phosphat übertragen wird, die Konformation ändert sich und dadurch der Aktivitätszustand. Auch am Muskel ist es so, natürlich mit vielen Molekülen. Das andere ist die DNA hier. Das ist ein Präparat mit blanker DNA, also nur das Molekül DNA, ohne etwas dran. Und Sie sehen, das ist ein wirrer Knäuel, wo man überhaupt nichts erkennen kann. Es wurde dann aufgeklärt, dass sie aus einer Doppelhelix besteht und ich kann nicht weiter darauf eingehen, außer dass hier Basentriplets sind, die dann jeweils eine Aminosäure kodieren. Das wird dann umgelegt in Proteine und das ist der Hintergrund. Das ist also alles rein physikalisch zu erklären. So, in unserem Zellkern bei der
Eukaryotenzelle. Da ist die Sache ein bisschen komplizierter. Jetzt möchte ich Ihnen zunächst mal zeigen, was meinen Sie, wie viel DNA so eine Zelle hat. Jede unserer Zellen, reale Größe, 2,6 Meter, in einem Zellkern von 5 Mikrometer, 5 mal ein Tausendstel Millimeter. Jetzt bringen Sie das mal unter, ohne dass es verknäult und sich verheddert. Das ist ein logistisches Problem in der Evolution der Zelle. Wie hat er das gelöst? Der erste Ansatz ist, dass man aufspult. Ja, so hier, das sind Histonmoleküle, Proteine, und da wird aufgespult. Da wird das Ganze schon sehr viel dichter, es wird noch weiter verzwirbelt. Und im Endeffekt hat man im Mikroskop dann diese Chromosomen, die ich Ihnen an diesem pflanzlichen Gewebe gezeigt hatte. Ja, also so eng wird das aufgezwirbelt hier. Die Doppelhelix ist nur zweimal ein, wie viel ist das, ein Millionstel Millimeter dick. 2 Nanometer. Jetzt kann man die Chromosome des Menschen zum Beispiel isolieren. Ein sogenanntes Karyogramm, das ist natürlich für die Pathologie auch interessant, irgendwelche Störungen, Chromosomenanomalien bei Kindern und so weiter, selektiv angefärbt, die einzelnen Paare. Man schneidet sie natürlich jetzt elektronisch aus und hat dann diese Paare hier. Nur die 2XY, da haben wir eine sexuelle Zwiefalt, möchte ich das mal nennen, nämlich XY beim Mann und XX bei der Frau. Also jede Zelle hat diesen Stempel. Und alle anderen, die sind in doppelter Zahl vorhanden, der Mensch hat 46 Chromosomen, 23 Paare. Gesamtlänge habe ich Ihnen schon gesagt, ist enorm. Jetzt, wenn wir die Bakterien anschauen, erinnern Sie sich an das elektronenmikroskopische Bild. Da war dieses Nukleoid sehr wenig eindrucksvoll. Das ist einfach ringförmige, irgendwie im Bakterium rumliegende DNA. Sie ist sehr viel kürzer, hat keine Histone, diese Proteine nicht. Und dasselbe finden wir in der Eukaryotenzelle auch in 2 Organellen. Nämlich bei tierischen Zellen in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, und bei der grünen Pflanzenzelle in den Chloroplasten und in den Mitochondrien, denn diese hat sie auch. Also kurze ringförmige DNA ohne Protein. Das deutet schon ein Erbe an, dass man Bakterien aufgenommen hat während der Evolution in die höhere Zelle, damit sie dann eben Stoffwechsel intensivieren, die Energieversorgung verbessern. Jetzt schauen wir uns hier mal eine Leberzelle im Elektronenmikroskop an. Also das wäre in Ihrer Projektion jetzt einige hunderttausend oder millionenfach. Sie sehen hier den Kern mit einer Doppelmembran. Da sind Poren drinnen, Kernporen, sodass ein Zwiegespräch zwischen Kern und Zytoplasma stattfinden kann. Hier drinnen liegen also diese Chromosomen, sehr wolkig aufgelockert, nicht sehr eindrucksvoll. Nur bei der Teilung kondensieren sie sich. Hier ist das raue R, rau, weil Ribosomen drauf sitzen, die machen Proteinsynthese. Dann haben wir Mitochondrien und ich habe eingemalt diese ringförmigen DNA-Moleküle. Das sieht man so normalerweise nicht, hier teilt sich gerade eins. Dann ein Peroxisom, darauf werden wir auch zu sprechen kommen, was das soll. Wir haben also Organelle mit einfacher Membran wie das Peroxisom, mit Doppelmembran wie der Kern und wie die Mitochondrien. Der Rest ist Cytosol mit Zytoskelett. Jetzt schauen wir mal, wie viel der DNA-Gehalt pro Zelle ist. Die Krone der Schöpfung müsste ja viel mehr haben, nicht? Wir sind ja doch komplexer gebaut als irgendein Unkraut oder ein Einzeller. Und das ist schon mal die erste große Überraschung, wenn man solche Vergleiche macht. Hier oben, Auguste Rodins Denker hat gar nicht so viel mehr, hat weniger als ein Salamander. Und hier die Ackerschmalwand, also ein Unkraut. Als Beispiel, Blütenpflanzen, weite Variabilität, Einzeller ebenfalls. Und die Frage ist, was das soll, Salamander hat viel mehr. Ja, man ist draufgekommen, dass sehr oft Chromosomenverdoppelungen stattfanden. Ganz wichtig bei der Kultur von Getreide zum Beispiel. Also beim Weizen können Sie das verfolgen.
einfacher, also das heißt doppelter physiologischer Chromosomensatz, der wird wieder verdoppelt und so weiter. Und dadurch werden die Körner größer, der Ertrag größer, derlei. Also, das bringt aber eigentlich keine Innovation, weil einfach dasselbe Informationsmaterial, dieselbe DNA verdoppelt wird. Aber es kommt in der weiteren Folge zu Mutationen, zur Selektion. Also hier läuft es dann weiter im Laufe der Zeit und vieles wird auch eliminiert von dem, was vorher verdoppelt wurde. Recht komplex, dieser Vorgang. Also das ist, was hier angeschrieben steht als Quintessenz. Wenn wir also ungefähr so viel Gene nur haben wie irgendein kleines Unkräutlein, dann müssen wir uns schon fragen, warum sind wir so komplex? Irgendwie sind wir doch komplexer. Ja, und da ist mal ein Schritt der, man hat die DNA, die kann identisch repliziert werden, die kann auch abgelesen werden zu Boten-RNA, Messenger-RNA, haben wir erwähnt. Aber bei uns hat diese Boten-RNA Introns, das sind Bereiche, die gehören eigentlich nicht hinein. Das sind ursprünglich Transposons gewesen, fremdes DNA-Material, das in die Zelle sich eingeschlichen hat, teilweise wieder rausgeworfen wird, teilweise innen bleibt, teilweise zu echten neuen Genen werden kann. Und was wir jetzt sehen, es wird herausgeschnitten, damit dann die echte, reife Messenger-RNA durch die Kernbohr raus kann und umgeschrieben wird an einem Ribosom zu einem Protein. Hier ist der Code, der wird in die Boten-RNA übersetzt und hier findet dann die Produktion von Proteinen statt. Nun kann dieser Schnitt aber, wenn mehrere Introns vorliegen, mal so erfolgen, sodass alternativ gespliced wird und es dadurch schon einmal mehrere Formen gibt, die aus einem Gen hervorgehen. Jetzt blättern wir mal und schlagen die neueste Literatur auf. So, hier ist sie, 1994. Die Altersstufe hier in Millionen, in Millionen Jahren. Ja. Und die Zahl der Spliceformen, hier haben wir 4. Das ist also rezent. Unsere Zellen haben ungefähr 4 Proteine. Und aus einem Gen, Bakterien haben kein alternatives Splicen, Protozoen selten. Und bei den Säugetierarten geht das dadurch auf, von ungefähr 23.000 Genen auf das Vierfache ungefähr 100.000 Genprodukte durch diesen Trick. Also hier erklären wir einen Teil dieser Komplexierung im Laufe der Evolution. Jetzt gehen wir zurück in die Elektronenmikroskopie. Hier ist wieder eine Säugetierleber und da sehen wir das raue ER, Ribosomen machen Proteinsynthese. Wie geht das? Hier habe ich Ihnen blau eine Messenger-RNA eingemalt. Man kann zeigen, eine Messenger-RNA wird am Fließband abgelesen durch viele Ribosomen, die der Reihe nach aufspringen auf eine Messenger-RNA. Und das sind stetig länger werdende Proteinketten, bis die sich abschnüren und irgendwo in die Zelle gebracht werden. Ja, hier also wäre das Schema, das Ablesen der Messenger-RNA, die wachsende Proteinkette. Und es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. An nicht membrangebundenen Ribosomen werden Proteine für Zytosol, Zellkern und ein paar andere gemacht. Und an membranaufsitzenden Ribosomen wird das Protein entweder ganz hineingeschoben oder bleibt in der Membran sitzen. Und von dort vesikuliert ein Teil ab mit diesen Proteinen und wird am Golgi-Apparat verteilt, geht entweder in die Lysosomen oder das Sekretvesikel, inklusive auch Neurotransmittervesikel für die neuronale Aktivität. Es gibt einen komplexen Vesikelverkehr mit selektiver, zielgerichteter Anforderungen, Anlieferungen. Jedes Protein hat sozusagen die Adresse in sich in Form von einem kurzen Abschnitt des Proteins, der sagt, geh ins Lysosom oder geh hierhin und so weiter. Ich sagte Ihnen, wir hätten 240 ungefähr Zelltypen in unserem Körper. Und jetzt ist dazu zu ergänzen, jeder Zelltyp
macht unterschiedliche Genexpression im Durchschnitt 10.000 Proteinarten pro Zelle und pro Organelle, diese Unterteilungen innerhalb der Zelle, 300 bis über 1.000 Proteine jeweils. Und die müssen alle zielgerichtet angeliefert werden. So, das schaut jetzt dann auch aus, als ob ich nicht mehr über Evolution spreche, aber es hat Relevanz, was ich Ihnen jetzt zeige, für die Evolution. Ich sagte, dass die Proteine richtig angeliefert werden, an die richtige Adresse. Zum Beispiel, es gibt dann Störungen, Naturexperimente, wie hier Stephen Hawking mit amyotropher Lateralsklerose, die er offen lebt. Und deshalb kann man das zeigen und überwindet. Hier ist eine Superoxid-Dismutase, die eine Form geht ins Cytosol, die andere in die Mitochondrien. Und die hat die Aufgabe, Sauerstoffradikale, die ja in aller Munde jetzt sind, zu entgiften. Nämlich durch Verbindung mit Protonen H2O2 zu machen, das seinerseits wieder entgiftet werden muss. Aber das Syndrom ALS entsteht dann, wenn diese Superoxid-Dismutase, die eine Form, hier nicht hingeht, die andere dort. Also nicht alle ALS-Formen sind so zu erklären, aber das ist die Standarderklärung für die meisten Formen. Dann gibt es noch die Notwendigkeit, Katalase spezifisch in die Peroxisomen einzubringen. Die baut dann H2O2 ab. Und dazu gibt es nur ein Babybild, weil die mit 2 Jahren sterben. Also wichtig, die Zelle nicht nur, dass sie komplexer wird, sondern dass sie ihre Proteine an die richtige Stelle bringt, damit dort der Gesamtzusammenhang mit anderen Enzymen zusammen richtig gearbeitet werden kann. Und hier ist nur, das schauen wir uns nicht im Detail an, ein paar Beispiele aus der Literatur zusammengefasst, dass sich vielfach im normalen Stoffwechsel auch Sauerstoffradikale bilden. Also das ist nicht irgendwas Exotisches. Und das muss entgiftet werden, sonst gibt es diese Störungen, zum Beispiel im motoneuronischen Bereich bei der ALS. Aber jetzt komme ich auf die Evolution zurück und auf den Sauerstoff. Solche Radikale haben sich in einer ozonfreien, frühen Atmosphäre sicherlich sehr viel gebildet. Also energiereiches UV, hartes UV, das macht immer noch solche Störungen bis hin zu Hautkrebs und so weiter. Da wird viel darüber geredet. Und früher, als es noch kein Ozon gab, weil es noch wenig Sauerstoff in der Atmosphäre gab, da war es ein viel größeres Problem. Und die kleinen Genome, die es damals gab, die waren besonders empfindlich, wenn sie so gepfeffert werden mit UV-Strahlung. Deshalb gehen wir jetzt zur Evolution über. Das wäre hier die Situation in der Frühzeit. Und wir haben jetzt die Evolutionszeit angegeben hier. Das wäre die Jetztzeit vor 4,5 Milliarden Jahren. Ja, also Sie wissen, haben schon etwas gehört darüber. Die ersten Zellen ungefähr um 3,5 Milliarden Jahre. Das wäre das Alter der Erde hier. Und dann steigt hier in diesem Zeitraum hier zwischen 3 und 2 Milliarden Jahren der Sauerstoff stetig an. Das sind natürlich nur Schätzungen. Aber die ältesten Zellen, interessanterweise Eukaryotenzellen, die entstehen in dem Zeitpunkt. Es ist sehr viel hin und her. Es sind sicherlich Archibakterien, die vielleicht schon verschmolzen sind mit Eubakterien, was Max Dilzer angeleitet hat. Diese zwei werden angenommen in Tandem. Ob es eine friedliche Übernahme oder eine feindliche Übernahme war, darüber wird gestritten, aber immerhin. Und vorher gab es eben nur die verschiedenen Bakterien. Also hier haben wir einen Anstieg des Ozongürtels, der exponentiell weitergeht. Und die ersten komplexen Eukaryotenzellen würden hier entstanden sein. Da kann man sehr viel zurückextrapolieren aus den molekulargenetischen Daten und es in Verbindung bringen auch mit Mikrofossilien. Mehrzellige Organismen bilden sich dann hier ab 1 Milliarde Jahre. Was ist der Clou? Also das steigende Sauerstoffgehalt aus der Produktion von Cyanobakterien, trivial Blaualgen genannt. Das sind die ältesten, die kann man immer noch sehen, in verschiedenen Uferbereichen tropischer Meere als
Stromatolithe. Die gibt es immer noch. Und damals schon hat sie es gegeben. Die haben dann Sauerstoff freigesetzt durch die Photosynthese, die sie betreiben. Und dadurch erreicht zunächst der Sauerstoff mal toxische Werte. Es kommt zur Bildung von Entgiftungsenzymen, was ich Ihnen gesagt habe. Aber die Zelle hat diesen Nachteil des Sauerstoffs umgelegt in einen Vorteil. Und das werden wir uns dann gleich ansehen, indem sie atmungsaktive, also sauerstoffverarbeitende Bakterien in sich aufgenommen hat und zur Mitochondrien umgestaltet hat. Etwas Ähnliches hat auch mit den Chloroplasten stattgefunden durch die Aufnahme in entstehende höhere Zellen von solchen Cyanobakterien. Also zunächst Entgiftungsenzyme, dann Umwandlung zum Vorteil. Und wenn ich mehr Energie zur Verfügung habe, dann kann ich natürlich mir mehr Luxus leisten, komplexere innere Struktur und der Ozongürtel steigt immer weiter an und das Ganze wird immer stabiler, sodass also DNA-Schäden durch UV reduziert werden und das Ganze kann sich so entfalten, wie hier angegeben mit dem zunehmenden Sauerstoffgehalt. Also die Vorstellung ist die, dass zunächst von einem Archaeobacterium-Hybriden die DNA abgeschirmt wurde, durch Einstülpung sich die doppelte Kernmembran gebildet hätte, sich Proteine angelagert haben, dieses Chromosom linearisiert wurde. Und in der nächsten Stufe wäre ein aerobes, also sauerstoffverbrauchendes Bakterium aufgenommen worden, hat auch seine kleine DNA mit und bleibt dann als Endosymbiont in der Zelle drinnen und wird mehr und mehr zum Mitochondrium umgestaltet. Die Endosymbiose-Hypothese, inzwischen kann man schon sagen Theorie, die überwiegend von Lynn Margulis betrieben wurde, die Dame ist kürzlich, also vor 3 Jahren gestorben, die hat das Ganze wieder in Schwung gebracht, diese Hypothese, nachdem sie 100 Jahre ziemlich belächelt wurde. Da könnte man viel dazu sagen, aber jetzt lassen wir das mal so stehen. Und dann hat die Zelle die Möglichkeit, natürlich mit der besseren Energieversorgung sehr viel mehr an Innenstruktur zu entwickeln, komplexer zu werden und im Endeffekt dann zum vielzelligen Organismus zu werden. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit den Mitochondrien, aber ich habe versucht, das einfach darzustellen. Zunächst haben wir hier mal ein Mitochondrium. Außenmembran ist naturgemäß die eingestülpte Zellmembran. Ja, und das andere wäre der Rest von diesem aeroben Mitochondrium mit vielen Einfaltungen. Das sehen Sie hier, man nennt sie die Kriste, Hahnenkamm. Es hat ein bisschen DNA mit, die kodiert aber höchstens 1% der Mitochondrien eigenen Proteine bei uns. Sie exportiert aber diese Struktur der Mitochondrien ATP, also das Geld, das sie produziert. Und den Rest, die 99% der Proteine, die importiert sie, ist also ein Objekt oder Subjekt mit extrem negativer Handelsbilanz. Und das Ganze läuft auf eine Zentralisierung hinaus, dass die mitochondrialen Gene mehr und mehr an den Kern abgegeben werden, um das Ganze besser kontrollieren zu können. So, hier ist es nun so, wenn wir jetzt mal Glucose nehmen als Betriebsstoff, den wir aufnehmen mit der Nahrung, wird abgebaut und im Cytosol durch die Gärung, die Glykolyse, werden 2 Moleküle ATP gebildet netto. Aber das Pyruvat wird hier eingeschleust und hier entstehen dann 16 Mal zusätzlich ATP. Das ist ein enormer Zuwachs an Energiegewinnung. Also das ATP macht die ganze Arbeit, egal ob Ionenkanäle aktivieren oder Muskelkontraktion, Verdauung, alle diese Dinge, denken natürlich. Ja, wie kommt das zustande? Dazu braucht es den Sauerstoff. Der wurde umfunktioniert in etwas, was für die Energiekonservierung wichtig ist. Atmung über die Lunge, Blutgefäße, Sauerstoffdiffusion, Zellatmung, diffundiert hier rein und wird dann verbraucht. Wie wird er denn verbraucht? Ganz kurz gefasst, die Zellatmung
Hier die Glucose, Sauerstoff und trivial zu sagen, Wasser. So, was bildet sich daraus? CO2, das wird dann wieder ausgeatmet. 34 ATP. So, und jetzt haben wir noch zu erklären, was es hier mit dem Wasser auf sich hat. Hier geht Wasser rein, hier kommt noch mehr Wasser raus. Ist ja trivial, aber wie es geschieht. Das geschieht nämlich so, dass zwei Protonen mit zwei Elektronen zusammengehen zu einem halben O2. Dann haben wir den Sauerstoff also verbraucht. Und diese Reaktion hier plus ein halben O2, das geht zusammen mit zwei Protonen, die sogenannte Knallgasexplosion, wenn Sie das im Labor machen, makroskopisch. Aber die Zelle macht das eben stufenweise und in einzelnen Schritten. Über die Membran dieser Kriste hier hinweg, da laufen zunächst einmal die Elektronen und die Protonen gleich entlang der Membran. Und die Protonen werden hier hinein in die Kristerräume sezerniert, wogegen die Elektronen wieder zurückschlüpfen können, hier raus ins Cytosol. Aber die Protonen können nicht zurück. Die können sehr wohl zurück über eine Art von Turbinen. Wir müssen uns das jetzt vorstellen. Hier ist jeweils ein kleiner Stausee. Hier sind die Turbinen und nur daraus können die Protonen abfließen und betreiben eine Turbine. Das zeige ich Ihnen gleich. Noch einmal zur Erinnerung, ATP, Einheitswährung aller Zellen pro Eukaryoten. Jetzt diese Turbine. In der Innenmembran der Mitochondrien ist hier der Basisteil. Der rotiert, der kann sich drehen. Also ein Rotor, wie bei einer Turbine. Dann hat er ein Verbindungsstück und hier oben setzt der sogenannte katalytische F1-Teil an. Die sind hochkomplex, ungefähr 15 Untereinheiten. Und die Sache ist nun die, der Basisteil kann rotieren, wenn Protonen hier durchströmen. Aus den Kristen hier durch, dann rotiert dieser Teil. Und beim Rotieren gibt es eine Konstellation, wo ADP, also Adenosindiphosphat plus Phosphat, vernetzt werden zu Adenosintriphosphat, das ATP, also unsere Geldstücke. Die entstehen so. Noch eins. Na? Ah ja. Also das sind einige hundert pro Sekunde und Sie haben einige hundert solcher Turbinen in einem Mitochondrium. Sie haben in einer Leberzelle ungefähr 1000 Mitochondrien und Sie haben 10 hoch 14 Zellen in Ihrem Körper. Das können Sie ausrechnen. Die Zelle, unser Organismus müsste reich sein an ATP. Ja, ist er auch, aber es reicht nur für circa 2 Minuten. Dann ist das ganze Geld schon ausgegeben für alle Funktionen, die wir machen. Also allein so, wie Sie jetzt mich anschauen, könnte ich jetzt sagen, jedes ungefähr eine 100 Watt Birne an Energie. Also es geht schon mal ein Drittel ungefähr drauf, um die Ionenbilanz für die Aktivität im Gehirn aufrechtzuerhalten. Also es muss dauernd synthetisiert werden, es wird dauernd verbraucht für alle möglichen Stoffwechselleistungen. Das ATP wird exportiert. Okay, nun zurück also, wie kam das? Sie haben hier Vorläuferbakterien aus der Gruppe Purpurbakterien. Die haben eine Zellmembran mit diesen kleinen Turbinen am Rand. Die sezernieren auch Protonen hier in diesen kleinen Spalt an der Oberfläche. Und die Protonen können wieder zurücklaufen und ATP synthetisieren. Und die wurden nun aufgenommen und in Mitochondrien transformiert, wo wir das wiederfinden. Und ähnlich ist es bei den Chloroplasten, wo wir Formen haben, welche auch schon Einfaltungen haben, die einen erinnern an das, was man in den Chloroplasten im Elektronenmikroskop sieht. Also die Symbiosehypothese für diese beiden Organelle, die beide im Endeffekt eine Doppelmembran haben durch die Einschleusung von Bakterien. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das ist ja ganz schön, man kann spekulieren, man kann auch mehr oder weniger hochgradig wahrscheinlich machen, dass es so war, aber was hat das jetzt für eine Relevanz?
Nun, es gibt Mitochondriopathien zum Beispiel. Aber abgesehen davon hat man jetzt vor ein paar Jahren in diesen Parasiten, die viele Leute interessieren, Toxoplasma, Plasmodium, hat man jetzt ein weiteres Vesikel gefunden mit einer eigenen DNA, den sogenannten Apikoplast. Davon wusste man vorher nichts, hat auch ein Stückchen DNA. Und diese DNA, sehr klein, ist relevant für die Synthese von Lipiden, die nur diese Organelle hier machen kann. Wenn das nicht funktioniert, dann sterben diese Parasiten. Wäre ja schön, nicht? Also dadurch hat man jetzt hier ein Target, eine Zielstruktur für therapeutische Ansätze, weil es Lipide sind, die in unseren Körperzellen nicht vorkommen. Und das ist natürlich immer ein großer Vorteil. Etwas, was unsere Zellen nicht haben, kann man dann selektiv angreifen. Jetzt wollte ich hier mal zusammenfassen. Nee. Ja, so geht das hier. Also wir hatten einen Urprokaryot mit Einschluss von einem Archebakterium, mit Beteiligung, Sequestrierung des Zellkerns. Dann hätten wir die Einschleusung über Endosymbiose, dann die Mitochondrien ausgebildet und erst hinterher würden Cyanobakterien eingeschleust, um Chloroplasten zu bilden. Das Schema impliziert, dass die höhere Pflanzenzelle jünger ist als unsere Zellen. Und die haben auch sehr viel mehr noch an DNA in den Chloroplasten und machen sehr viel mehr Proteine für diese Organellen als unsere Mitochondrien. Also das ist die Abfolge mit der energetischen Konsequenz, dass wir hier Glykolyse und Zellatmung und Photosynthese im Cyanobakterium haben. Und hier haben wir nur Glykolyse und Zellatmung bei den tierischen Zellen. Jetzt ist etwas ganz Eigenartiges so in den letzten 10 Jahren zutage gekommen. Nämlich, schauen wir mal, wie viele Basenpaare also in der DNA pro Genom vorhanden sind. Bakterien, naja, 1 Million oder etwas mehr. Also ein ganz schönes, dickes Buch. Äquivalent an Informationen, um so ein Bakterium in Betrieb zu halten. Und dabei ist von der DNA 90% damit befasst, etwas zu kodieren, nur wenig Zwischenraum zwischen den einzelnen Genen. Und jetzt gehen wir mal zum Extrem beim Menschen. Da kodieren nur 1,2% der DNA im Zellkern für bestimmte Proteine. Was macht der Rest? Das ist wirklich sehr überraschend und man war der Meinung, dass es alles Abfall, der während der Evolution angefallen ist. Das mag zum Teil sein, da wird sehr viel hin und her diskutiert. Also das könnte man auch machen, aber die Linie zu halten jetzt, würde ich mal sagen, es hat sich herausgebildet, die Ansicht, dass diese nicht-DNA-kodierenden Gene wichtig sind für, noch einmal zurück, ja, für Steuerfunktionen. Also es ist nicht allein die Zunahme von Genen und dann durch das Spleißen die Zunahme von Proteinen. Es braucht sehr viel Betriebsanleitung. Und das sind die nicht proteinkodierenden Gene, die je höher in der Evolution, umso mehr überhand nehmen. Also ein Forschungsgebiet, das jetzt wohl sehr in Schwung gekommen ist, zusammen mit nicht-DNA-kodierten Regulationsmechanismen, die Epigenetik. Ein Feld jetzt für die neue Generation Zellbiologen und Genetiker natürlich. Also, wenn wir das jetzt uns mal vor Augen führen, wir haben zunächst Genomverdoppelungen, Differenzierung der duplizierten Gene, viel wird aber weggeworfen. Wir waren beteiligt an so einem Genomprojekt und in 3 Phasen wurde das gesamte Genom verdoppelt und von der ersten Phase ist nicht mehr sehr viel übrig und es wird dauernd weiter prozessiert, Gene umgestaltet, Neofunktionalisierungen, Eliminierung und so weiter. Dann kommt eben noch Mutation und Selektion dazu.
Aber es werden in der Evolution auch Transposons gebildet, Transfer einzelner Gene. Von oben nach unten, kürzlich gezeigt, von unten nach oben, haben wir schon festgestellt, von den Bakterien her, Gene, die noch in uns die Spuren hinterlassen haben. Na, und dann hat man uns immer früher beim Studium gesagt, das kann es nicht sein, nimm elektronische Bauteile, gib sie in eine Schachtel und rüttel. Dann schau mal, ob ein Radio oder sowas rauskommt. Ja, das geht natürlich nicht. Und schon die Grundüberlegung, der Einwand ist eigentlich falsch, weil die Zelle nie bei Null anfängt während der Evolution, sondern immer ab einem gewissen Niveau weiterarbeitet. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Also hier nur mal die Transposons eingeschleust werden, ein Fremdgen von einer DNA-Sequenz von einem Bakterium, zum Beispiel ein anderes Bakterium, dass es dann an anderer Stelle dann verwendet wird, ein Transposon. Nun, diese Domänenstruktur, hier ist das Schema eines Immunoglobulin-Moleküls mit diesen IG-Schleifen, IG-Domänen. Und wenn wir uns anschauen, verschiedene Proteine, da gibt es viele, die solche IG-Domänen als modulare Einheiten übernommen haben und verwenden. Also nicht neu erfunden, neu zusammengebastelt. Da wäre zum Beispiel eines, das in der Gruppe im Lehrstuhl von der Frau Stürmer jetzt aufgeklärt wird, Taiwan, ein sogenanntes Zelladhäsionsmolekül im neuronalen Bereich oder verschiedene Rezeptoren oder Korezeptoren für Antikörper und so weiter. Also immer wieder solche modulare Elemente werden verwendet. Aktuelle Aspekte in Bezug auf Transposons. Es wird sehr viel über Resistenzen bei Pflanzen jetzt geredet. Also gerade was jetzt so von gewissen US-Firmen in die Welt gesetzt wird und die Resistenzen, die man da im Unkraut produziert, da sind jetzt solche Dinge dahinter, die dann differenzieren können und einfach diese Chemie überspielen, die man immer neu entwickelt und die immer weitergetrieben wird. Beim Menschen diskutiert man auch im Immunsystem Antikörpervielfalt und andere Dinge, die zurückgehen auf Transposons. Aber dann die Übernahme von bestimmten Genen, die im Eukaryotenbereich dann eine bessere, eine vermehrte Funktion übernehmen. Das sind Beispiele Zytoskelett. Man sagt immer, Bakterien haben das nicht. Das stimmt nicht. Es gibt Vorläufer von Aktin, von Tubulin. Und das wurde irgendwann einmal doch übertragen auf die Eukaryotenzelle. Jetzt schauen wir mal hinein in einen Bereich im EM, wie das so aussieht. Das ist alles so trocken. Hier haben wir ein Motoneuron, Rückenmark, solche Zytoskelettelemente, Mikrotubuli, Neurotransmittervesikel, die vom Zellkörper an die Peripherie gehen. Dort werden sie freigesetzt und bewirken die Aktivierung einer nachfolgenden Zelle, also ein Neuron. Hier dasselbe im Bereich von einer neuromuskulären Kontaktzone, hier eine Muskelzelle, ja, und diese kleine Vesikel, und die können mit der Zellmembran verschmelzen und den Inhalt freigeben. So, das sieht man so am Fass und hier im Schnitt, da ist ein Kanal gebildet, das kann frei werden. Hier wäre es Epinephrin, also Katecholamine wären es hier. Und hier wäre es Acetylcholin zum Beispiel und hier. Also die sind durchwegs verschieden in der Chemie, aber der Ablauf ist dasselbe. Und diese Vesikel werden gebildet, zunächst einmal am rauen ER, da bekommen sie die Proteine, Vesikel gehen ab, gehen zum Golgi und dort werden dann Sekretvesikel, Transmittervesikel gebildet und verschifft, transportiert irgendwo hin, wofür sie die Adresse angegeben haben, in molekularer Form verschlüsselt. So, da wollte ich jetzt etwas zeigen, denn an dieser Stelle stand 2002 Jim Rothman und hat über seine ersten Ergebnisse für die Molekularbiologie dieser Neurotransmission und Sekretausschleusung vorgetragen. Er war eingeladen hier von uns bei der Deutschen Zellbiologie-Tagung. Das sind die sogenannten Snare-Proteine, das geht wie ein Reißverschluss. Ja, die Vesikel werden hier festgehalten, eng angepresst. Aber dann braucht es ein Signal, nämlich Calcium,
damit hier die Fusion stattfinden kann. Jetzt lassen wir das Calcium mal reinspringen. Das muss also genau dort dann ansetzen, damit die Fusion stattfinden kann. Das ist relativ komplex und Sie werden mitgekriegt haben, dass der letzte Nobelpreis eben an Jim Rossman und zwei weitere gingen. Und da spielen diese Dinge eine Rolle. Es wird Ihnen vielleicht vertrauter sein, wenn ich Ihnen jetzt ein anderes Ding zeige, nämlich zunächst einmal, ja, die Zahl der Calcium-Bindeproteine ist bei Bakterien gering und bei uns 3.500 verschiedene Calcium-Bindeproteine, die ganz spezifisch an dieser oder jener Stelle dann zum Einsatz kommen. Da muss alles genau stimmen, die Lokalisierung, die Kinetik, die Affinität und so weiter. Also hier würde dann ein Molekül sitzen, Synaptotagmin, das das Calcium wahrnimmt und dann erst kann die Fusion auftreten. Aber diese Snare sind Ihnen mehr bekannt aufgrund von Botox, Botulinumtoxin. Ja, also die Oberlippenfältchen, die sind nicht sehr beliebt und da kann man eben dann Botox injizieren oder man lässt sich einen Bart wachsen. Ja, und hier wird natürlich dann geschnitten in dem Bereich die Neurone, inaktiviert dadurch und dadurch das Ganze geglättet, weil es keine Neurotransmission an diese Muskelchen in der Oberlippe mehr gibt. Das ist genau das. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich nur das Ganze zusammenfassen können. Also Ableitung der höheren Zelle von Archebakterien, Vergrößerung des Genoms, Stabilisierung, haben wir alles gehört. Cyanobakterien setzen zunehmend Sauerstoff in die Atmosphäre frei. Es bildet sich ein Ozonschild, der wird intensiviert im Laufe der Zeit und dadurch wird schädliche Strahlung abgeschirmt und gleichzeitig werden toxische Sauerstoffradikale durch Enzyme entaktiviert, aber der Sauerstoff auch eingespannt in die Energiegewinnung durch die Bildung von Mitochondrien aus endosymbiotisch aufgenommenen oxidativen Bakterien. Und dadurch wird die Energieversorgung der Zelle sehr viel besser. Erst später entwickelt sich die höhere Pflanzenzelle aus endosymbiotischer Integration von Cyanobakterien. Und hier, das ist später gekommen, der Zentralismus ist hier noch nicht so ausgebildet. Dann kommt es immer wieder zu Verdoppelungen des Genoms, Differenzierung zu neuen Genen, auch Gentransfer aus Bakterien, also Transposons, deren Integration im Genom und dann auch Verwendung modularer Baueinheiten. Die Zahl der proteinkodierenden Gene steigt vom Ein- zum Vielzeller nur etwa auf das Doppelte, aber es werden bei uns 4 Spleißvarianten gemacht, und dazu kommen noch verschiedene andere chemische Modifikationen. Also dadurch wird das Ganze noch mal komplexer. Und vielzellige Tiere entstanden aus Guanoflagellaten. Das sind diese Einzeller mit einem Flagellum, ein Geißel, mit der sie schwimmen können. Und das ist im Moment wirklich auch im Fokus, zum Beispiel bei Überlegungen, wie diese innere Komplexität entstanden ist. Und die Signaltransduktion, die haben schon sehr viele Elemente der Calcium-Signaltransduktion, wie man sie wieder bei Neuronen findet. Also als die Stammform vielzelliger Tiere. Und dann kommt noch das eigenartige Phänomen dazu, dass der überwiegende Teil der Kern-DNA nicht Proteine kodiert, sondern bei uns eben überwiegend nicht Proteine kodiert, sondern wahrscheinlich regulatorische Funktionen übernimmt. Also die Vorstellung, dass die Zelle so viel Abfall mit sich schleppt, die war nicht einleuchtend. Aber die Vorstellung, dass hier noch regulative Elemente drinnen stecken, die wird mehr und mehr verhärtet. Da gibt es jede Menge verschiedene Typen von RNA-Moleküle, die keine Botschaft überbringen im Sinne der Proteinsynthese, sondern regulatorisch eingreifen, sich paaren mit anderen Transkripten, die dann abgebaut werden und solche Dinge. Also eine Wissenschaft für sich ist das geworden.
Aber zum Schluss wollen wir dann noch mal schauen, was die Eukaryotenzelle alles so an technischen Fähigkeiten entwickelt hat. Wir wollen es ein bisschen in Relation setzen zu unseren technischen Vorstellungen. Und da ist es so, wir haben hier die höchste Informationsdichte im Zellkern, auf diesem kleinen Raum, nicht? Dann die identische Reproduktion der Information. Beliebig häufig wird hier umgeschrieben, vermehrt. Selektive Aktivierung von Information. Hier oder dort wird zugegriffen, wird aktiviert, transkribiert, Proteine gebildet. Immer ganz spezifische, je nach Zelltyp und je nach Funktionsstadium. Dann die Modifikation von Information durch alternatives Splicen und weitere chemische Modifikationen. Die Energieausbeute, ja, die Photosynthese, die hat ungefähr jetzt den gleichen Wirkungsgrad wie Photovoltaik. Die hat einige Zeit gebraucht, aber dann stellen Sie sich mal so ein Pflänzchen vor und das Riesengestell, bis Sie da Ihre Photozellen dann aufgebaut haben. Nicht? Wenn man das auf Struktureinheit umlegt, dann ist halt die Natur wohl auch wieder besser dran. Dann gezielte Transportprozesse im Submikrometerbereich innerhalb einer Zelle werden die Komponenten, die Organellen, die Proteine zielgenau angeliefert. Wenn dieses nicht stimmt, dann ergibt sich ein pathologisches Bild. Die Zelle ist ein vierdimensionales Puzzle mit zeitvariablem Zusammenbau passender Bauteile und dann dasselbe wieder in komplexen Zellaggregaten. Wir sehen oft eine modulare Bauweise, so wie man seinerzeit Radio-Kits bauen konnte, ein Radio sich zusammenbauen aus so verschiedenen Modulen, die man beziehen konnte. Und so ähnlich ist es hier. Das Fließband wurde erfunden, die Proteinsynthese durch viele Ribosomen, die sich an eine Messenger-RNA anlagern, und dann jedes macht dasselbe am Fließband, wie in der Autoindustrie, also richtig gehende Fließbandproduktion. Ein Protein entlang einer Messenger-RNA mit vielen kleinen Ribosomen, jedes für sich, so ungefähr pro 2 Sekunden wieder eine Aminosäure dazu und dann die Proteinkette wächst, bis sie abgestoßen wird und sich faltet und dann dorthin geht, wo sie sinnvoll gebraucht wird. Signaltransduktion im kleinsten Bereich mit geringstem Energieaufwand, mit Calcium zum Beispiel. Das muss ganz genau, also weit im Submikrometerbereich, muss das Calcium sitzen, damit es zum Beispiel diese Freisetzung von Neurotransmittervesikeln richtig macht. Sonst geht das nicht. Also es ist hier eine hohe Präzision erforderlich. Die Turbine, das Schaufelrad, wurde von den Bakterien übernommen, aber dann weiter differenziert für die Energiesynthese, für die ATP-Synthese in den Mitochondrien und die Chloroplasten haben etwas Ähnliches. Photosynthese, an der technischen Nachbildung wird gearbeitet, das künstliche Blatt. Und man greift wieder zurück auf Komponenten wie Ribulose 1,5 Bisphosphatcarboxylase. Also das ist das häufigste Protein in der Natur, das das CO2 anbindet, damit dann Glucose entsteht. Nicht? Und das macht man jetzt alles nach und greift auf die Enzyme zurück, wenn man das in vitro jetzt machen will, ist ein großes Projekt, das man von einem Archebakterium geholt hat, weil das ganz optimal arbeitet. Also jetzt versucht man vieles künstlich zu machen, wie Bauteilen, die man aus der Natur holt, wo sie schon optimiert wurden. Ja, dann das schnelle Geld, ATP-Synthese mit sehr viel Effizienz, auch ungefähr 30-40% Wirkungsquerschnitt für die ATP-Synthese. Das heißt also, wir haben hier die schnellste Geldprägemaschine, ATP-Synthese mit höchster Effizienz. Und das ist notwendig, weil die Zelle sehr hohen Energiebedarf hat, um diese unwahrscheinliche Situation aufrechtzuerhalten, komplexer zu sein als ihre Umgebung. Zur Strukturierung der Zellen, für die Funktionsabläufe und so weiter. Ja, das war ungefähr, was ich Ihnen erzählen wollte. Vielen Dank.
Amen.